Home Sweet Home. Oh. Oh, what is that smell? Sorry. She gonna open your gift? You didn't know. I don't know what's in that. It's just meat. I'm not eating that. Try to do a nice thing, you know? You're just like my mom. Count on me when I ain't done nothing wrong. I called you for months! And it's too late! Late. Eat it. Ich merke, kannst du den Jörn verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag brüllen sie ihnen in den Ohren. Als ob man nicht schon genug von dem Mörder zu hören kriegte. Macht er doch. Solange man sie singen hört, dann weiß man nicht, was da noch da sind. Naja, hast du wieder recht. Thank you.
Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, ja. Augenblick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke. Ja? Haben Sie Elsächer nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg. Hallo. Der Kerl muss weg. Aber ich kann doch nichts dafür. Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet. Oder wenn ihr arbeitet. Oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst?
Immer, immer muss ich durch Straßen gehen. Und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber. Und verfolgt mich. Lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, rennen, endlose Straßen. Ich will weg, ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern, von Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer, immer, immer. Nur nicht, wenn ich's tue. Wenn ich... Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht, wie es schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss? Will nicht, muss, will nicht, muss! Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Asseyez-vous, je vous en prie. Présent, dites-moi ce que Mix vous a dit, l'imprévisible Mix de la cellule d'à côté. Il a susurré quelque chose, dites-moi ce qu'il a dit. Il a dit, je renifle ta chatte. Je vois. D'ici, ce n'est pas aussi facile. Vous utilisez une crème de jour à la camomille. Portait parfois l'air du temps. Mais pas aujourd'hui. C'est vous qui avez fait tous ces dessins, docteur? Ah! Ça, c'est le dôme, vu du belvédère. Vous connaissez Florence? Vous êtes capable d'autant de détails uniquement de mémoire? La mémoire, agent Starling, c'est ce qu'il me reste à défaut d'une vue. Eh bien, peut-être aimeriez-vous... Me confiez vos vues sur ce questionnaire, monsieur. Oh non, 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 non. Tout se passait si bien. Je vous trouvais courtoise et réceptive à la courtoisie. Vous aviez gagné ma confiance avec cette troublante vérité sur monsieur Mix. Tout ça pour en arriver à cette pesante transition vers votre questionnaire. C'est un peu gros. Je vous demande simplement d'y jeter un coup d'œil, docteur. Vous êtes en droit de refuser. Oui. Jack Crawford doit être vraiment très occupé s'il lui faut recruter des élèves comme intérimaire. Occupé à traquer le petit nouveau Buffalo Bill. C'est un vilain garçon, celui-là. Savez-vous pourquoi on le surnomme Buffalo Bill? Je vous en prie, dites-le-moi. Il n'en parle pas dans le journal. Eh bien, au départ, c'était une blague de mauvais goût. Un enquêteur de la criminelle qui a dit « Il y a peut-être un marché pour les peaux humaines. » Pourquoi croyez-vous qu'ils les dépouillent de leur cuir? Agent Starling, surprenez-moi par votre intuition. Ça doit l'exciter. Les tueurs en série gardent le plus souvent un souvenir de leur victime. Pas moi. Non. Non, vous, vous les mangez. Let me ask you something. Do you ever talk with anyone about this? About your inclinations? Your mom, maybe? Obviously not the way you're talking to us. If I could
get a word in edgewise, everything would have been different. From the moment I woke up in the morning, she was demeaning and belittling. And she knew all of my buttons because she put them there. I was her toy all my life, right up until the moment I cut off her head with a hunting knife. The only way I could have those girls was to kill them, and it worked. They became my spirit wives. They're still with me. Funny thing, in the ICU, there's no system to alert the guards. It's short-sighted, seeing what kind of people come through. I could kill you now pretty easily. Do some interesting things before anyone showed up. Then you'd be with me in spirit. I invited you many times to visit, but even with this, I never thought you'd actually come. Why are you here, Holden? I don't know. Well, now. That is the truth.